Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Grand Chien, willkommen zurück bei Jack the Lions 3. Ich bin Sevenake, schön, dass ihr da seid. Und wer auch da ist, ist Magic, Earl Magic. Genauer gesagt, es ist nicht Magic Johnson, es ist einfach nur Magic. Der Handwerker, der Techniker, der Freund der schönen Dinge. Und er hat sein Team erreicht. Everybody be cool. Just wait for the magic to happen. Und jetzt hat er sich mit seinen Jungs zusammengetan. Und der Plan ist klar. Hier gibt's einen Armee-Angriffstrupp, der hat das Krokodilcamp erobert. Und was soll ich sagen? Wir wollen es zurückhaben. Bevor es aber soweit ist, müssen wir hier erstmal ausrüsten. Denn der Earl ist ein bisschen. Ist zwar gut bei Stimme und gut angekommen, aber natürlich noch ein bisschen unterbewaffnet. Vor allen Dingen Munition war das Thema. Und das können wir jetzt. 7,62er NATO ist gut. 5,56er. Müssen wir da irgendwas anpassen? Leichter Kolben? Ich glaube nicht. An der müssen wir nichts anpassen. Ist eher die Frage, ob er eine von denen hier haben will. Wie viel Munition haben wir noch für die AK-Su? NATO ist ein bisschen knapp. Aber er hat ja auch mit 94 eine Trefferquote. Da werden andere schwach werden. So. Panzerung haben wir für ihn noch nicht. Das ist richtig. Aber, ja gut, wir haben Norma, die kann eventuell eine Panzerung abgeben. Hoa braucht seine, er auf jeden Fall auch. Eis, ja, eigentlich auch. Larry, so, machen wir das. Hat einen Vorteil frei, das ist ja cool, Gegenfeuer. Nachdem er jetzt Geschicklichkeit über 81 hat, können wir hier ja... Gegenfeuer. Da freut er sich. Ansonsten, was braucht der Iceman noch? Nein, was braucht Magic noch? Magic hat die RPK mit 90 ist ein bisschen überzogen. Wir haben natürlich noch die Deagle. Die können wir ja auch verwenden. Da brauchen wir den hier, den Kram hier nicht. Wie gut. Er ist ja sehr geschickt. Die andere coole ich meine, mit der Deagle und der Anaconda, das wäre ja... Die können wir... Mündung. Schalldämpfern, auf jeden Fall. Earl, mach das mal. Zielfernrohr. Reflexvisier rein. Das ist klasse, wenn man jemanden hat, der das einfach kann. Chips haben wir keine mehr, das ist ja schlecht. Lauf, verlängerter Lauf, erhöhte Reichweite. Zu 50. Das wollen wir nicht mehr. Ich finde die Idee... Ich finde das mit der erhöhten Reichweite ganz cool auf der Pistole. Und das Magazin... Größer, immer. Das fühlt sich einfach richtig an. 44er. Ah. Sehr gut. Und die Anaconda, die können wir natürlich dann auch modifizieren. Wie sich's gehört. Ja, genau. Wir wollen eine Anaconda mit Prismenzielfernrohr. Das ist auch irgendwie untypisch. Ach komm. Ja, was soll der Geiz? Wir machen es einfach. Weil... Oh, wir haben fast alle Teile verbraucht. Das ist ja schlecht. Ich will einen langen Lauf. Erhöhte Reichweite hier. Das ist so albern.
Das muss lustig sein. Da freuen wir uns drüber. Und ansonsten... Ja, das AR-15, das können wir entladen, tatsächlich. Das brauchen wir jetzt nicht. Das RPK, hier hätten wir noch WP-Munition. Nur für den Fall, dass wir hier wirklich was bräuchten. Und ansonsten sind wir, glaube ich, gut ausgerüstet. Meltdown auch, ja. Und dann geht's hier rein. Wie sich das gehört. Wir holen uns die Jungs. Bewegung erzwingen. Erzwingen. Rein da. 6 gegen 5. Wir wollen jetzt ein bisschen Spaß haben. Camp du Krokodil. So, den Sektor haben wir ja schon mal eingenommen. Magic sollte den ersten Kampf im Verborgenen beginnen und das Team sollte 2 Feinde töten, bevor der erste Zug endet. Das klingt ja, als wäre hier echt was los. Heimliches Manöver. Ah, wie waren das hier? Hier waren sie da oben auf dem Turm. Hatten wir hier irgendwie sowas komisch mit dem Riesenkrokodil? Wie waren das? Hat doch der Junge da verfüttert. Da überlegen, wo sind wir? Sind wir jetzt woanders reingekommen? Guck grad wo. Anfang. Ne, sind wir hier. Ja, am Anfang, beim ersten Mal sind wir von der Seite gekommen und haben hier an der Fütterstelle. Okay, an der Fütterstelle. An der Futterstelle. Jetzt nähern wir uns von der anderen Seite. I think it's time we show these Snapperheads a magic trick. You dig? Okay. Der Magic Trick. Das klingt doch gut. Also, Norma. Ich finde, du kannst hier erstmal rüberschleichen. Und ihr. Larry, clean and sober. Bitte alle verdeckt. No problem. Und dann hier weiter. The hell you want. Weil du kannst hier fine. Hoch. I'm going. You're the boss. Und das sieht doch gut aus. Norma hat den auf jeden Fall. Und hier war doch jetzt das Thema, wie komme ich am Krokodil vorbei? Und da sind wir immer relativ gut drin gewesen. So. Okay, da hinten ist noch einer. Okay, sehr gut, da ist einer. Den bekommen wir. Das sind 2. Jetzt wird es ein bisschen problematischer. You have order? Okay, hier ist, sind wir out of bounds, oder? Ne, da kommen wir hin. I do it. Dann können wir da rüber mit Igor. They're just vitamins. Larry. Ach, Larry hat direkt... Oh, ich weiß nicht, ob... Gilt das als heimliches Manöver, wenn Larry die Typen da mit der Panzerfaust weghaut? Naja. Irgendwas ist immer. Wieso kann Larry da nicht hin? Was ist jetzt das Problem? Moving out. Yeah. Damn straight. Earl geht nach vorne. Ice here. Der Iceman macht sich hier bereit. Und Thor geht nach da. So. Das sieht doch wie eine Nummer aus, die wir gewinnen könnten. Igor Dolphins. Red. Igor, sei bereit. Du hast noch. Du bist für den Rest zuständig. Okay, 1, 2, 3. Oh, das sind viele. Okay, da ist noch... Eieiei, okay. Okay, das... ja. Oh, da ist der Sarge. Oh, okay. Geheimoperation gar nicht mehr so geheim. Der Sarge von hinten ist blöd. It's me, Thor. Ja. Dann hilfst du beim Sarge mit. Outstanding. Und du center auch. Center yourself. Breathe. Let the negative energy flow away from you. No problem. Und bitte hier verstecken erstmal. Das wird ja jetzt eine wilde Nummer. Okay. 2 Feinde töten, bevor der erste Zug endet. Und dann kriegen wir den Earl-Bonus. Und Earl soll anfangen. Ja. Oh. Wenn wir schon easy, die... Fugmisi. Wieso können wir hier... Sind wir hier auf Streifschuss?
zwei Waffen gleichzeitig, weil hier das Wetter scheiße ist, oder was? I dig it. The snapperheads going down. Mit beiden Waffen. Und dann sollten wir, wenn wir das, wenn die schon, dann müssen wir hier Panzer brechen. Was? Nur vier Panzer brechen, das ist ja traurig. Na gut, dann. Earl. No sweat. Hol ihn dir. Du kannst jetzt nicht schleichen. Wieso kann ich jetzt nicht schleichen? Weil die mich sehen könnten. Jetzt können wir schleichen. Wäre ja noch schlimmer hier, wenn wir hier nicht den verborgenen Kill kriegen. Doppelter Schuss auf den Kopf mit Bob. Aber sowas von weggeholzt. Willst du was wissen? Earl hat einen schlechten Tag. Noch ein Versuch. Okay, du bist verwundet. They're just vitamins. Wir haben gesagt, Thor sollte eigentlich beim Sarge dahinter helfen. Dann gehen wir jetzt mal zu Meltdown, die hier natürlich ihr Privatziel hat. Falsches Gewehr oder so, ne? Egal. Machen wir einfach weg. Abracadabra, that's how we do it. Yep, Abra, Abra, Kadabra. Yeah, yeah, I'm going. So, jetzt haben wir hier den Fred. What happened? Ich möchte eigentlich nicht. Eyes here. Okay. Got a good shot on this mother. Hol ihn dir. You are losing people. Maintain discipline. So, der Sarge hat uns gehört. Der Sarge hat uns gehört. Aber wir sind auf den Sarge schon vorbereitet. Igor Dovich. Igor? Du kommst ja nicht zu, außer Reichweite. Das gibt's ja gar nicht. Hallo! Was für eine Granate ist da drin? Hochexplosiv. Ja, geht doch. Sarge, du hast keine Deckung. Be careful not to accumulate bad karma. I am wounded. Ja, schlecht. Ernsthaft? Igor sieht den nicht? Ich dachte, er kann da durch die... Komm, ich könnte durchschießen, aber ich treffe natürlich nicht. Na gut, Igor, hol ihn dir. Komm, auf die Distanz triffst selbst du. Ja? Na gut, Thor. My mind is focused, my body is relaxed. Einmal bitte erledigen. So. Enemy down. Macht man das. Ja. Hier hinten kommt ein Gewehrschütze. Okay, wir bringen Larry nach vorne. Was soll's. Auf geht's. Uiuiui. Eieiei, was... Was macht der Larry? Was lässt du mit dir machen? Wow. They're just vitamins. Das geht so nicht. Weg mit dir. So. Niemand macht das mit meinem Larry. Traurig, traurig. Thor, blick den mal zusammen. Alter, echt. Outstanding. What happened? So. Right on. Ja, hier echt mein armen Larry erwischt. Oh yeah, man. That's real nice. Oh. Sowas wollen wir immer haben. Weil viel Munition und schön Schrott. Und Stahlrohr. Kann man immer brauchen. So, was haben wir hier noch? Ready for action. Den Sarge. Yes. Ja, Igor, was hat der Sarge?
762er NATO, das ist ja... Und ein M14. Aber das ist Schrott. Na gut. Aber... Ein guter erster Schritt, würde ich sagen. Hat aber noch jemanden, den wir nicht... Ja, genau. Norma musste da oben den noch checken. Meltdown hier. Der hat ja auch noch gleich was. Ab, da, ab dafür. Ansonsten, hier war eben Elliot. Und Freunde. Nicht verbeugen, hinstellen, bitte. Aber das haben wir ja gut gemacht. Wir gehen hier nach oben. Da hinten war, glaube ich, noch irgendwo Granaten oder so. Oh, da findet der Techniker. Magic, er hat Weisheit. Was haben wir da? So sehen wir da nicht rein. Da sind, ach so, Bauteile. Okay, nehmen wir mit. Haben wir das beim letzten Mal nicht aufgeräumt oder was? Hier war das genamte Krokodil. Daran erinnern wir uns, das lebt nicht mehr. Und hier, was war in der Kiste? Gucken wir nochmal rein. Kevlarhelm. Da ist doch mal. Nehmen wir mal mit. Und der Scharfschütze da oben hat ihn nicht. Gut, dann war's das hier. Und ihr könnt jetzt rumsetzen und euch hier... Ernsthaft, durch den Dschungel? Durch den Dschungel ist der schnellste Weg? Dachte ich, mit dem Schiff darüber und da rein. Na gut. Dann gehen wir den abholen und schauen. This traveling reminds me of the army. Only less vodka. Ja, genau. Bobby Ray eingetroffen in Code. Jawohl. Ja. Spielzeug. Oh, wir haben Spielzeug gefunden. Was kannst du? Du bist sehr laut und hast einen sehr hohen Schaden. Ja. Und das ist was, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, das M24 von Kalina. Der hat 60. Unsensibel, unhaltlich, sehr laut. Hihihi. M82. Ich glaube. Kalina kriegt den Gold Rush zurück. Den hier brauchen wir noch. Was lassen wir zurück? Granatwerfer sicherlich nicht. Boah, was brauchen wir hiervon nicht? Flayer hat 115 Kills. Auch cool. Irgendwas müssen wir zurücklassen. Ich glaube, die Leuchtfackeln. Die benutzen wir ja eh nie. Und C4 auch. Das passt soweit. Und jetzt wollen wir das Ding auch ausprobieren, oder? Können wir daran modifizieren? Ja, wir könnten einen Mittelfinger... Eine Linse haben wir nicht. Thermalzielfernrohr. Das klingt wie ein Plan. Keine Streifschüsse. Das ist wie ein Plan. Och man. Haltbarkeit verloren. Direkt mal Schrott. So, Thermalmagazin. Größere erhöhte AP-Kosten beim Nachladen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ein Zweibein. Ja, keine Alternative. Kompensator. Ernsthaft? Beim Alleszerstörern Schalldämpfer. Na gut, das probieren wir aus. Das ist ja albern. Mittlerer Crit-Chance-Bonus oder ein Genauigkeitsbonus. Ach komm,
Schalldämpfer. Ja, genau. Kann ich mal rauszoomen, so viel. Sehr laut, aber mit Schalldämpfer. Und wir können Standard, Explosiv und Splittermunition laden. Und damit haben wir doch ein super sexy Spielzeug. Und ich würde sagen, unser nächstes Ziel der Reise, sollen wir hier warten? Oder kriegen wir hier oben am Friedhof die Jungs auch schon? Friedhof von Broken Hill. Komm, auf geht's. Das muss noch. Continue into Destination Sector. Ja. Den Spaß gönnen wir uns noch. Hier hat ja auch Schliemann gegraben. Den Spaß gönnen wir uns. Wo seid ihr? Ach, das war das da. Erinnern uns? Wir erinnern uns. Wo werdet ihr eingesetzt? Feinde, da oben. Am Grab. Da hatten wir mal richtig Spaß. Hihihi, jetzt haben wir das auch. So. Give me an order. Yes, yes, I know. Get ready. The battlefield is ready for blood. Play, Halina. Und wir können hier... Sauber und easy. Das ist wieder Lucky, ne? Kill Dr. Lucky. Müssen wir auch mal wieder spielen. Was ist jetzt los? Juan Pablo Aguiar. Wieder Spam? Kriegen wir wieder Spam? Mr. Aguiar? Einzigartige Gelegenheit. Eieiei. Eine Schn... 50.000 für eine Schneckenfarm. Ey, das ist ein Riesengeschäft. Und wir erwarten einen Gewinn von 1 Million. Alter, da steigen wir doch ein, oder? Also 3-Stufen-Plan. Das klingt seriös. Sinnvoll, Schnecken nachts ernten. Und zwar mit Nachtsicht, natürlich. Ich meine, wer braucht Tagsichtgeräte bei Nacht? Also der Mann hat einen Plan. Stacheldraht, ja. Er ist ein schneckulöser Partner. Da sind wir doch sofort dabei. Aber jetzt werden wir hier erstmal denen hier erklären, wie schneckulös wir sind. Ich mag das Wort schneckulös. Ich glaube, das behalten wir jetzt im Basiswortschatz. Schneckulös. Und der Doc geht hier mit. Evildoer. Und ja, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt eine Herausforderung. Aber wir wollen ja einmal... Got a view to a kill here. Warnung. Wollen wir Explosivmunition nehmen? Oder ist das übertrieben? Es ist übertrieben. Also machen wir's. Ich habe nicht viel davon, aber das ist... A simple shot. Das gönnen wir uns. Und tschüss. Open season. 119. Ja, das ist schon mal. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das strategisch optimal platziert ist. Also eigentlich kann ich da ja gar nicht nein sagen. Komm, Foda, vorrücken. Lass den Löwen brüllen. Kommst du mit der Granate bis vor? Nein, schade. Kannst nur Lucky erwischen. Na, das wollen wir nicht. Okay, also gut. Du machst hier mal einen weg. Dr. Q hier. So, Dr. Q. Acknowledged. Bitte vorbereiten. Ready. Angriff vorbereiten. 7-8. Haben wir da drin? Blendgranate. Ja. Ich meine, das ist ein Elfmeter. Den wollen wir ja mitnehmen. Hey, plus 1 Sprengstoffe. Das ist fein. Und wir können den hier noch ein bisschen anditschen. Oh, wir können den sogar ziemlich übel anditschen. Und der Doc bereitet sich hier vor, um nächste Runde ein Massaker anzurichten.
Legende! Jo, zeigt uns, was ihr könnt. Ey, 3 Schaden. Sauhund. 6 Schaden. 9 Hunde zusammen. Das ist zu viel. Was ist der Doc auch noch verlangsamt? Hey, also den Doc verlangsamen? What? Das war nicht. Da, so haben wir nicht gewettet. Father Agit, ready. Den Doc verlangsamen, hey, wie? Geht's noch? If you insist. Oder? Räche den Doc, dass er verlangsamt wurde. Komm, einmal weg hier. Du hast noch ein Ziel? This will be so easy, I'm already bored with it. Okay, wir haben die Explosivmunition und natürlich. Komm, weg mit dir. An evildoer that kills another evildoer is no cause for celebration. Halina! Wie der Goldrausch, sie hat sie this wieder. Surprise them. Ja, du bist ja fast tot, das wollen wir nicht, dann machen wir dich hier weg. Also, dass sie den Doktor jetzt hier tatsächlich das ist ein bisschen gemein. Dass der hier gesnärt ist. Die mal reparieren. Reparieren. Verbinden. Verbindendsten Dank. Na gut, dann gibt's eine extra Runde. Aber ready to shoot. Wenn wir hier schon im Sniper-Modus sind, dann weg mit euch. Was für ein Dreckdecke. So. Der Doc ist wieder fit. Und da ist ein Scharfschützen-Veteran. Hey, schon wieder auf den Doc. Boda. Du knöpfst dir den Scharfschützen-Veteran vor. Sturm! Okay, du erledigst gleich alle. Victory. Welcome to the Broken Hill Cemetery. This is a place where they bury people who had no one in their lives who cared enough about them to bury them somewhere. Und wir bekommen einen M24. Das ist schon mal schick. Und 9mm Unterschall. Und natürlich die Kiste. Die mystische Kiste. Wir öffnen sie und es ist Schwarzpulver, Bauteile und ein M1014. Boah. Das ist jetzt nett, was wir gesucht haben. Aber die Medis sind gut. Und M24. Na, ich glaube, es verschrotten war einfach. Sowas haben wir schon ein, zwei Mal. Und dann würde ich sagen, wir haben hier alles, was wir wollten. Aber eigentlich hatten wir einen Schatz gefunden, ne? Da waren wir ja beim letzten Mal schon hier. Buffalo Bill, wie waren das? Lucky, du hast uns doch schon verraten, wo der Schatz ist. Some of these markers don't even have names. No pyramids or mausoleums for these poor fools. It's sad, but you get used to it in my line of work. Fortune and glory, my friends. What is a Schliemann? Is your gold radar picking up something? Oh, Schliemann hat was gefunden. Eieiei. I shall go. Nein, hier war er im auf dem Friedhof, hier hinten irgendwo. Jean-Luc, da war irgendwo, hier war das. Haben wir ja was gefunden, da waren wir ja schon. Acknowledged. Ansonsten würde ich mal sagen, Fortune and Glory, my friends. Fortune and Glory. Und damit können wir hier auch rausgehen. Wir sind auf dem Weg, die letzten Armeetruppen auszuräuchern. Und haben jetzt noch ein größeres Gewehr als vorher. Und dann? Die Ziele sind klar definiert. Oh, da sind wir tatsächlich schon fast da mit D15. Ui. Okay. Hier hinten war noch dieser Fluss mit Leichen. Ich glaube, wir gehen hier hinten rum und versuchen da irgendwie mal rauszufinden, was sich da geleicht hat. Ob es Frösche waren oder sonst was. Finden wir raus. In diesem Sinne, es war's für heute schon wieder.
ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Mir bleibt am Ende wie immer nur zu sagen, tschüss, bis dann.